Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Baldur's Gate. Jo, wir sind immer noch auf der Werwolfsinsel, haben aber unser Abenteuer dort zum größten Teil hinter uns, da wir den nördlichen Teil komplett gesäubert haben von Werwölfen und auch alle Aufträge dort erfüllt haben. Jetzt gilt es daran, die Aufträge abzugeben. Das erste, was wir schon mal geschafft haben, war den Umhang zurückzugeben. Jetzt fehlt noch die Puppe, das Baby und der tote Bruder. Die Leiche von Ewalds Bruder, der Sirene entwunden. Ja, die haben wir ja getötet. Ihr habt dieses kleine Kind mit dem Namen Peladan im Bau des Werwolfs gefunden. Yep. Und die Puppe von Farting, die gruselig ist. Genauso wie Farting selber. Nichts leichter als das. Also, dann gehen wir mal diese Sachen nacheinander abgeben. Erst das Kind. Das ist das Wichtigste, dass das Kind wieder zur Mutter zurückkommt. Das wäre sie hier. Ich kenne euch nicht. Ihr seid fremd. Ja, aber wir haben dein Kind. Mein Sohn, ich habe dich vermisst. Danke, meine Freunde, ich stehe für immer in eurer Schuld. Dünner hier, Stufe erhöht. Gegenstand eingebüßt, Tagebuch. Die junge Marali hat ihr Kind wieder. Und ich habe eine neue Freundin im Dorf gewonnen. Hoffentlich ist sie in Zukunft vorsichtiger. Ja, und das hat Dünner hier ihr letztes Level abbeschert. Eine Stufe höher. Wir können hier nichts verändern. Wir können nur mal gucken. Das gibt nochmal 6 Lebenspunkte. Jetzt hat sie unglaubliche 54. Ja, 50 weniger als Khalid. Aber sie ist halt auch eine Magierin. So, neue Zauber. Todeswolke. Sehr schön. Der Zauber ist ganz nett eigentlich. Das ist der einzige Zauber, den sie auf Stufe 5 kann. Todeswolke. Dieser Zauber lässt eine wabernde Wolke aus scheußlichen, gelbglühenden Dämpfen entstehen, die so giftig ist, dass Lebewesen mit weniger als 4 plus 1 Trefferwürfeln darin sofort umkommen. Also Wesen mit weniger als 5 Trefferpunkten. Wesen mit 4 plus 1 bis 6 Trefferwürfeln stehen einen Rettungswurf minus 4 gegen Gift zu. Obwohl 4 plus 1 Trefferwürfeln... Ist eigentlich egal. Das Scheitern eines Rettungswurfes bedeutet eine augenblickliche tödliche Vergiftung. Die Wirkung der Giftwolke wird durch Anhalt des Atems nicht gemindert. Wesen mit mehr als 6 Stufen oder Trefferwürfeln müssen die Wolke sofort verlassen, da sie sonst 1 wie 10 Schadenspunkte pro Runde durch Giftwirkung erleiden. Also Gift. Böses Gift. Ja. Das heißt, eigentlich sprechen wir die Giftwolke irgendwo auf Fernkämpfer oder in irgendeinen Raum und dann verprieseln wir uns und warten, dass alle drin sterben. Gut. Das ist so die Taktik eigentlich davon, vor der Giftwolke. Oder wir haben später in Baldur's Gate 2, ist das lustig, wenn man einen giftimmunen Char hat, was zum Beispiel ein Paladin werden könnte, dann kann man den einfach in der Giftwolke lassen, die Gegner binden, die verrecken um ihn herum und ja, der Paladin lacht müde. Da er giftimmun ist, macht ihm das Gift der Gift-Todeswolke nichts aus. Und da er genug einstecken kann, machen ihm die Gegner auch nicht so viel aus, während sie wegsterben. Du stinkst! Danke für meine Puppe. Ich bin so glücklich, dass ihr sie zurückgebracht habt. Ich möchte euch einfach umarmen und drücken uns. Auf bald. Gegenstand eingebüßt, Erfahrung gewonnen. Ich habe Fatings Puppe zurückgebracht. Darüber hat sie sich sehr gefreut. Ja. Und für dich haben wir noch was. Ihr seid anders. Es ist wie befürchtet. Danke, dass ihr seinen Leichnam habt zurückgebracht. Ich stehe in eurer Schuld, Freunde. Ich hatte die unangenehme Aufgabe, Ewald vom Tod seines Bruders zu entziehen. Ich habe zwar die Leiche geborgen, aber mehr konnte ich nicht tun. Ja, das hat nur 900 Erfahrungspunkte gebracht, aber wir haben so viele Erfahrungspunkte eigentlich allgemein auf der Insel gemacht. Okay, das hat 4000 gebracht. Dass wir gut damit weggekommen sind.
Ich meine, sie ist kurz vor ihrem letzten Level ab. Khalid hatte sein letztes Level ab. Minsk, oh, das ist mal eine gerade Zahl, die Minsk da hinbekommen hat. Minsk braucht noch genau 13.000. Das ist also noch ein Stück. Jahira wird es leider nicht mehr schaffen, weil sie kann maximal genau 80.500 erreichen. Müsste so stimmen, weil ich glaube 161.000 ist das Maximum. Und das durch 2 geteilt, also 160.000 durch 2 sind 80.000 und die 1.000 ja, sind 80.500, also kann sie hier nichts mehr erreichen. Imoin kann gerade noch so Level 10 erreichen. Mal sehen, ob sie das schafft. Und ja, Dünner hier kann auch kein neues Level mehr erreichen. 25.000 ist weit über 250.000. Und wir können auch gerade mal noch das nächste Level erreichen und dann war's das. Da müssten wir auch weit über den 161.000 sein. Also Talisa. Vielleicht erreichen wir das Level sogar noch vor Dulags Turm. Wäre sicher lustig. Was heißt lustig? Das wäre eigentlich praktisch, weil wir dann auf jeden Fall gut gerüstet sind, was die Charakterwerte und so angeht. Beinahe unter meiner Würde. So, jetzt wollen wir aber erst einmal mit der Anführerin des Dorfes reden, weil wir ja die Werwölfe ausgerottet haben. Ja. Und dann gucken wir mal, dass wir von dieser Insel runterkommen. Nichts leichter als das. Ihr seid hier Eindringlinge. Wir haben gerade deine Probleme gelöst, also sei etwas freundlicher. Wart ihr erfolgreich? Sind die Bestien vor euch gefallen? Das sind sie und unser Weg ist jetzt frei. Wir können kommen, sobald ihr uns zeigt, wo euer neues Schiff ist. Ja, dann seid ihr wahrhaftig. Keine Gedanken mehr an Kampf oder Flucht. Von jetzt an, ihr werdet zu uns gehören. Hört die Geschichte und schließt euch unserer demütigen Gemeinschaft an. Sie wollten nicht so werden wie wir. Sie bekämpften die Mütter unserer Großmütter, ohne sich zu machen Gedanken und ließen nicht mit sich reden. Baldoran führte sie an und aufgrund seiner Führung gab es auf beiden Seiten zahlreiche Tote. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden, nur dass er viele hat umgebracht. Die Vorfahren überließen hier daher sein Schicksal auf dem sinkenden Schiff. Er wollte nicht dazugehören und jetzt bitten wir auch nicht mehr darum. Bei uns werdet ihr leben in Frieden, da wir unseren Rettern kein Übel wünschen. Werdet ihr uns doch dabei helfen, diesen Ort zu verlassen. Okay. Ihr wart Feinde von Baldoran, beziehungsweise eure Vorfahren. Baldoran wird wahrscheinlich wirklich tot sein. Er war ja ein normaler Mensch, nicht so wie sein Magier. Erzmagier können ja ein paar tausend Jahre alt werden. Oder wenigstens ein paar hundert Jahre alt. Wenn man so an... Ja, ich weiß gar nicht, wie alt Elminster zurzeit ist. Aber der dürfte auch schon ziemlich alt sein. Also älter als ein gewöhnlicher Mensch auf jeden Fall. Gut, mal weiter. Seht ihr diese einfachen Leute dort? Sie nun sind euresgleichen. Seht ihr in ihre lächelnden Gesichter. Nehmt ihre Hände und lernt kennen den Frieden. Wir können in euch fühlen, dass die Bestien haben unwissentlich gegeben euch die Gabe und ihr nun könnt dazugehören. Was? Die haben uns mit Lykanthropie angesteckt? Das ist nicht so gut. Unser Schicksal nun ist an euer Schicksal, ist auch euer Schicksal und über die Zeit werdet ihr sein wie wir, nicht wie die Bestien. Wir werden euch formen und führen, denn wir sind unsere eigenen Herren. Wir sind erst Mensch, dann Tier, aber doch mehr als beide zusammen. Ja. Nein, nicht so toll. Jetzt ja, gehört dazu. Ist nicht schlecht und die Kürze ihr werdet fühlen wie wir. Für eine kurze Zeit mag es etwas labil sein, ihr werdet vielleicht Schmerzen haben, doch ihr werdet leben und wir werden reisen mit euren Karten und eurem Schiffshaus zu neuen Wäldern und Ebenen. Ich werde aufbewahren die Seekarten, die ihr mir geben werdet. Wir heißen euch in der Wolfsfamilie willkommen, der Familie, zu der ihr nun gehört. Die Bestien, die ihr habt getötet, waren Tiere und böse.
Doch wir sind anständige Lykanthropen und halten einen edlen Frieden. Ja, glaube ich euch irgendwie nicht. Ich glaube langsam mittlerweile, dass der Kasok oder wie er nochmal hieß, da oben im Schiff der Gute war und ihr hier die Bösen seid. Vor allem, weil ihr nichts davon gesagt habt, dass ihr auch Lykanthropen seid. Sehr nett von euch hier. Also, was haben wir zur Auswahl? Was habt ihr getan? Ich werde euch bis auf den Tod bekämpfen. Ich werde niemals dazu gehören. Ihr habt mich mit Lykanthropie angesteckt. Ihr seid zutiefst verdorben. Das hört sich nicht schlecht an, denke ich. Wir haben die Erlaubnis, herumzulaufen? Nehmen wir das Mittlere. So ist das nicht richtig. Als Rasse, wir verfügen über eine besondere Gabe, die wir mit vielen teilen wollen. Jetzt, da ihr seid willkommen, werdet ihr sehen. Ihr, der ihr uns helfen werdet, diesen Ort zu verlassen, gehört dazu und seid willkommen. Ich will aber nicht dazu gehören. Ich sage nein, Kaishaskan und andere mit mir. Okay, jetzt mischt sich der Typ endlich mal ein. Hüte eure Zunge, Teilers. Wovon sprecht ihr? Diese Bastarde sind nicht willkommen. Sie sind wir von reinem Blut seit langen Zeiten. Dieses Vieh ist nicht wie wir. Wer nicht zu uns gehört, sollte werden getötet. Sie nur verwässern unsere Art. Okay, der ist ein mieses Schwein und macht Probleme. Das wären unsere Retter, Teilers. Und ihr bedroht sie? Wo ist euer Verstand geblieben? Zumal ich habe die Werwölfe da oben im Norden besiegt. Da werde ich auch euch hier platt machen, wenn das sein muss. Mein Gespür ist richtig. Ich spüre ihren Schmutz, ihr Anderssein. Wir sind rein und sollten es bleiben. Niemand wird sie lassen am Leben. Ich habe dem Dorf von ihrem Hass erzählt und den Dingen, die ihr Volk uns antut. Unsere Leute mir werden geglaubt haben. Diese Bastarde werden nicht fortkommen, leben von hier. Doch wir werden. Mit Schiffen und Karten. Ihr wendet euch gegen jede, die bedeuten unsere Rettung. Was für Narren ihr seid. Talisa, ich spreche euch frei für das, was ihr tun müsst. Ich muss an mich nehmen eure Seekarten, wenn ich kann nicht zulassen, dass sie werden beschädigt im bevorstehenden Kampf. Verteidigt euch vor dem, was kommt. Später ich werde entscheiden, was mit der Gabe geschehen soll. Ein Werwolf. Ihr könnt mithelfen. Okay, Talisa hat ihn gerade allein umgeboxt. Und die andere ist mit der Seekarte abgehauen. Okay, das ist jetzt nicht so gut. Die blockieren die Treppe. So gut ihr kann. Was? Nichts leichter als das. Ja, ich bin der König. Okay. So klappt das einigermaßen. Es war beinahe unter meiner Würde. So, toll, wohin ist die mit der Seekarte abgehauen? Da war gerade ein Bürgerlicher. Da ist noch ein Werwolf. Ich nehme mal an, die Bürgerlichen werden, sobald sie uns richtig sehen, auch zu Werwölfen werden. Genauso. Euer Leben liegt in meiner Hand. Aber zum Glück sind das nicht gerade starke Werwölfe. Oh, du? Halt, ich werde euch nichts zu tun zuleide. Ihr mögt ein Außenstehender sein, doch das ist keine Entschuldigung dafür, dass andere euren Tod wünschen. Folgt mir, ich kenne einen ungefährlichen Weg aus dem Dorf hinaus. Unter der Hütte des Anführers befindet sich im Nordwesten ein Labyrinth. Folgt mir, ich werde euch führen. Gucken wir. Werwölfe. Sie stammen von der Mannschaft von Baldurans Schiff ab. Aber sie sind alle Werwölfe. Deswegen wurde das Schiff auch versenkt. Sie haben mich als Geschenk mit Lykanthropie angesteckt, damit ich zu ihnen gehöre. Wir haben die Dinge bestimmt anders lösen können, aber ein paar Doppelbewohner wollten es nicht anders. Jetzt muss ich mir den Weg durch sie hindurchkämpfen und sehen, dass ich hier wegkomme. Offenbar empfindet Dorle doch etwas für mich. Nein, Talisa. Er will mir sogar helfen, seinen Leuten zu entkommen und hat sich bereit erklärt, mir einen geheimen Weg in die Freiheit zu zeigen. Ich wusste doch, dass er einmal wichtig für mich sein würde. Schade, dass wir uns nicht irgendwo anders begegnet sind. Zum Glück. Da ließ er übrigens keine Romanzen hier. Hallo, Leute!
Meine heldenhaften Freunde, was hier geschieht, tut mir leid. Ich fürchte, wir werden von einer mit bösen Herzen angeführt. In der großen Hütte nordwestlich von hier gibt es eine Geheimtür, die in unsere unterirdische Gefilde führt. Von dort aus werdet ihr einen Ausgang zum Schiff finden.